Night Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Ich würde mich über einen Like und ein Abo freuen. Aktiviere die Glocke, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Das würde mich sehr helfen und ich würde mich auch sehr freuen. Heute geht es um den 31. Spieltag. Wir haben englische Woche. Unter der Woche geht es gleich weiter und dann am Wochenende logischerweise auch wieder. Aber jetzt geht es erstmal nur um den 31. Spieltag und da war schon echt eine Menge los. Werder Bremen gegen Habenhauser FV 7:1 und damit wirklich sehr, sehr deutlich Habenhausener vorher schon abgestiegen. Ich habe André ernst gefragt, was okay, los? Okay, mal eben kurz eine Sprachnachricht zum Spiel gegen Habenhausen. Ein verdienter Sieg, der auch von Anfang an haben wir den Gegner unter Druck gesetzt und haben auch diverse Möglichkeiten erspielt, haben nicht gleich alle genutzt, aber am Ende sicherlich dann auch verdient, auch in der Höhe verdient gewonnen. Das war für uns das erste von insgesamt 5 Endspielen. Wir haben jetzt noch 4 Spiele, das nächsten Dienstag gegen Neustadt. Und uns bleibt ja nur, dass wir alle Spiele gewinnen, damit wir überhaupt noch eine einigermaßen Möglichkeit sehen, vielleicht nicht abzusteigen. Und von daher geben wir dafür alles und werden entsprechend halt sehen, ob wir am Ende dann überm Strich stehen und weit genug überm Strich stehen. Das ist unser Ziel und daran arbeiten wir jetzt in den letzten 4 Spielen. Alles klar, vielen Dank, André, schönen Ernst. Sonntag. Ich bin gespannt, ich wünsche euch viel Glück bei euren Versuchen. Kommen wir zum Spiel mit Video SG Aum und Fegesack gegen SV Hemeling. Die Hemelinger zu Gast in Fegesack und sind heiß. Das sieht man auch gleich zu Beginn, geben sie gleich Vollgas. Aum und Fegesack muss gewinnen, sie stecken noch unten tief mit drin, sie müssen punkten. Und wir wollen mal gucken, wie es losgeht. Wir sind in der 3. Spielminute. Hemeling kommt über die linke Seite, Flanke rein an Freund und Feind vorbei. Von rechts außen jetzt bei Hemeling immer noch im Ballbesitz, aber daraus wurde nicht mehr als eine Ecke. Die drauffolgende Ecke, ihr seht das, wird jetzt reingeschlagen von der linken Seite. Kurzer Pfosten angezeigt, da geht der Ball hoch und dann steht er da Gold richtig und macht das 1:0 für die SV Hemeling. Georg Schreider, letzte Wochenende noch Innenverteidiger, jetzt heute vorne mit dabei beim Tore schießen. Hier haben wir es nochmal gesehen. Ziemlich alleine geht er da zum Kopfball hoch, das war sicherlich verteidigbar, aber nichtsdestotrotz ein schönes Kopfballtor. Aum und Fegesack im Nachgang nicht bange, hat einige Chancen sich herausgespielt. Wir sehen jetzt hier eine weitere Chance, wenn die Kamera den Fokus wieder hat, das ist immer nicht so einfach hier bei Sport Total TV. Langer Ball nach vorne, der behauptet den Ball, legt ihn jetzt quer. Und Alexander Schlohbaum mit dem linken Fuß rutscht dabei sogar noch aus und trifft ihn. Hier sehen wir es auch nochmal von ein bisschen näher dran auf der Blumenwiese in Fegesack und dann ist das Ding drinne. Ausgleich. Die SV Hemeling aber lässt sich überhaupt nicht entmutigen. Hier eine Minute später, direkt nach dem Anschluss quasi, Ball reingebracht, angenommen und dann ist Mirko Alexander Jankowski technisch in der Lage, den Ball direkt aus der Luft sich selbst hochlegen und dann reinzumachen. Schönes Tor. Weiter geht's in der zweiten Halbzeit. In der 49. Minute hier Hemeling. Gewinnt den Ball im Mittelfeld, stecken jetzt schön tief durch im Laufduell. Das kann Aum und Fegesack noch für sich entscheiden, aber dann ist er da und staubt ab. Schöner Abschluss. Dia Küçük, sein 5. Saisontor schon. Und damit die 3:1 Führung für SV Hemeling. Hier sehen wir es noch einmal. Schönes Tor, den muss man auch erstmal so machen. Nicht lang gefackelt. Und dann ist das Ding drinnen. Das war auch gleichzeitig der Schlusspunkt, das 3:1. So blieb das Spiel. Hemeling gewinnt 3:1 gegen die SG Aumont. Wie gesagt, wichtige Punkte, die Aumont vielleicht fehlen. Ich habe Günther gefragt, was er zum Spiel sagt. Ja, Michael, auf jeden Fall überglücklich, dass wir gegen Fegesack gewonnen haben. Es war kein Selbstläufer. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Man darf nicht vergessen, dass sie mit 3 Siegen im Rücken das Spiel bestritten haben. Ich habe der Mannschaft auf jeden Fall klar und deutlich gesagt, was ich von der Mannschaft halte. Die haben Qualität. Abdullah Bastasch, Baschkim Toski, Schlobohm. Das sind schon Spieler, die einiges an Bremenliga Erfahrung haben und auch schon bewiesen haben. Und es war halt so, dass wir natürlich druckvoll angefangen haben, aus der Ecke das 1:0 gemacht haben durch Georg Schreider. Dann finde ich, dass wir das Spiel trotzdem im Griff hatten, aber irgendwo uns auch so ein bisschen zurückgelehnt haben nach der Führung, was eigentlich gar nicht sein darf. Und dann haben wir natürlich auch einiges an dicke Chancen von Fegesack zugelassen. Da haben wir natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass sie das Ding nicht machen. Dann machen sie natürlich das 1:1 durch Schlobohm, aber die Antwort war prompt durch auch Ex-Fegesacker Mirko Jankowski. Ich glaube, 45 Sekunden nach dem Ausgleich durch den Fegesack machen wir direkt das 2:1.
was natürlich gleich total wichtig war, um einfach auch moralisch so ein bisschen, wie gesagt, die Hoffnung im Keim zu ersticken. Also das ist schon ganz wichtig gewesen, dass diese Antwort so schnell gekommen ist. Aber ich muss sagen, es war eine ausgeglichene erste Halbzeit, hätte auch 2-2, 3-3 ausgehen können in der ersten Halbzeit. In der Halbzeit haben wir natürlich das eine oder andere besprochen. Man hat natürlich gemerkt, dass Fegesack einen Plan hatte. Lange Bälle auf Schlobohm, der auch Baschkin-Toski immer verlängern sollte. Abdullah Bastasch, Mittelfeldmotor, über ihn lief auch überwiegend das Spiel. Und diese Position galten zuzustellen, das haben wir sehr, sehr gut gemacht mit Ella und auch Georg, der kein, wie gesagt, gelernter Innenverteidiger ist, der das seit 4 Spielen überragend macht, sich auch belohnt hat mit dem Tor zum 1-0. Also nochmal extra Lob. Und ich muss einfach sagen, dass wir das in der zweiten Halbzeit gut gemacht haben, haben mehr Spielkontrolle, haben weniger zugelassen. Auch in der 49. Minute das 3-1 gemacht durch Dijak Hütschük. Das, was ich der Mannschaft vorwerfen kann, ist vielleicht, dass wir ja im Umschaltspiel bei Ballgewinn, gerade in Situationen, wo wir Überzahl hatten, nicht das 4-1 gemacht haben, um einfach entspannter an der Seitenlinie stehen zu können. Ein 3-1 ist immer ganz gefährlich, kriegst du das Anschlusstor, ist psychologisch die andere Mannschaft natürlich so ein kleines bisschen im Vorteil. Das war natürlich ganz wichtig, dass wir das nicht bekommen haben. Und ja, ich bin überglücklich, dass wir da 3-1 gewinnen in so einer Situation. Man darf nicht vergessen, wie gesagt, noch einmal, wie gesagt, gewinnen 3 Spiele hintereinander. Steckt immer noch ganz tief im Abstiegskampf und wir fahren da hin und ja, spielen das cool runter in der zweiten Halbzeit. Richtig stark, Riesenlob an die Mannschaft. Ich hoffe, ja, bei Eller geht das jetzt am Mittwoch. Der hat sich da, war in den letzten 2 Wochen auch schon wieder nicht da und hat sich da jetzt wieder reingehauen. Letzten Aktionen leicht am Knöchel verletzt, mal schauen. Aber ja, dennoch, wir haben Mittwoch das Spiel gegen Hastedt. Das ist ein Derby, wir wollen auf jeden Fall weiter anknüpfen. Wir haben Hunger, wir wollen mehr, wir wollen die 3 Punkte, die nächsten 3 Punkte, um dann jetzt versuchen, dann doch irgendwo, ja, die Halle anzupeilen, auch wenn es immer noch rechnerisch möglich ist, da irgendwo unten reinzurutschen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir müssen alles geben, bis wir da total gesichert sind. Hört sich ein bisschen perplex an, aber diese Liga dieses Jahr, tabellarisch, ist wirklich auch verrückt, wie eng alles beieinander liegt. Und dementsprechend muss man für alles ja gewappnet sein. Aber wir gucken natürlich, dass wir auf jeden Fall uns jetzt auch für die Rückrunde belohnen. Ich glaube, wir sind in der Rückrunde Tabellendritter, wenn ich mich da nicht täusche. Und das ist schon etwas, worauf man stolz sein kann. Absolut, wirklich eine überragende Rückrunde von der SV Remlingen. Ja, ich hoffe, ihr schafft es in die Halle und habt mit der Abstieg werdet ihr meiner Meinung nach nichts zu tun haben. Zu Schwachhausen gegen BSC Hastedt 2-0. Für Schwachhausen, BSC Hastedt ja schon abgestiegen. Jetzt endgültig, Leerte ist gegen Blumenthaler SV 1-5 für Blumenthaler SV. Ich habe Peter Musali gefragt, was war los? Moin, ja, kann ich gerne machen. Also, hochverdienter Sieg, wir hätten einfach zur Halbzeit schon 2 oder 3-0 führen müssen. Hatten da sehr große Chancen. Weiß nicht, LTS war irgendwie völlig von der Rolle, haben sich auch gar nicht richtig gewehrt. Gerade in der zweiten Halbzeit haben sie sich eigentlich schon komplett aufgegeben. Da hätten wir echt noch ein bisschen was fürs Torverhältnis tun können. Am Ende des Tages trotz einer Notelf, ja, sehr super, souveräner und sicherer Sieg meiner Mannschaft. Wir sind zufrieden, dass wir da noch weiter Tuchfüllung halten. Das wird, glaube ich, spitz auf Knopf bis zum letzten Spieltag. Wir müssen alles geben, aber das war jetzt schon mal ein wichtiger Auswärtssieg. Und jetzt kommt ja Werder zum direkten Duell. Und ich hoffe, dass wir das auch siegreich bestreiten können, denn würden wir uns schon ein bisschen Luft verschaffen. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich zu dem Spiel auch gar nicht zu sagen. Danke, ciao. Ja, vielen Dank dir. 2 Punkte seid ihr jetzt über dem Strich und ich hoffe, das bleibt so. Tuske mit Ars gegen OSC Bremerhaven 0-0. Kevin Köhler, dein Statement. Uns war im Vorfeld klar, dass wenn wir gegen OSC spielen, auf eine der stärksten Mannschaften in der Liga treffen. Und gerade in der Situation, in der wir uns befinden, hilft uns jeder Punkt enorm weiter. Und von daher ging es in erster Linie für uns in dem Spiel einfach darum, defensiv kompakt zu stehen, sehr diszipliniert gegen den Ball zu arbeiten. Das haben wir auch über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht. Es kam schon zu 2-3 auch kniffligen Situationen, was, glaube ich, auch normal ist, wenn du mit einer Mannschaft mit so viel Qualität spielst, wie es OSC Bremerhaven hat. Gab sicherlich auch mal eine Situation, wo wir ein bisschen Glück hatten, wo wir, glaube ich, 2-mal auf der Linie hintereinander gerettet haben. Man muss auch dazu sagen, dass Jalen Hofmann, und der Junge war bei uns im Tor, ist 18 Jahre alt, kann eigentlich noch A-Jugend spielen, hat auch seit einem halben Jahr kein Flitzspiel mehr gemacht. Den konnten wir kurzfristig noch für uns gewinnen. Der war im Tor drin, hat wirklich eine unglaublich gute Partie gemacht, sehr viel Ruhe ausgestrahlt. Sehr, sehr
sehr, sehr ruhig und abgeklärt reagiert und agiert. War natürlich auch genau der richtige Rückhalt, den wir brauchten, aber haben trotzdem auch im Kollektiv sehr, sehr gut gearbeitet, wollten auch immer wieder Nadelstiche setzen. Ja, das ist uns tatsächlich so ein Stück weit zu selten gelungen. Da haben wir unsere Kontersituationen, die wir hatten, doch zu leichtfertig hergeschenkt. Eine dicke Chance hatten wir durch Emir in der ersten Halbzeit, wo er mal 1-gegen-1 gegen den Torwart ist. Und ja, im Großen und Ganzen sind wir extrem zufrieden mit dem Punkt. Der Plan ist über weite Strecken aufgegangen, dass wir hinten die Null halten. Es wäre vermessen zu sagen, dass wir hätten hier 3 Punkte mitnehmen müssen. Das wäre zu viel des Guten gewesen, aber ich glaube, dass wir uns diesen Punkt auch hart erarbeitet haben und dass wir da auch sehr, sehr zufrieden und glücklich mit sein können. Und jetzt spielen wir in 3 Tagen schon wieder gegen ESC Geestemünde zu Hause. Das ist eine andere Ausgangslage. Natürlich auch ein schwer zu bespielender Gegner. Aber ja, da müssen wir gucken, dass wir dann wieder was Zählbares mitnehmen. Und ich hoffe, das schafft ihr auch, denn ihr seid mit euren Stadien, euren Zuschauern und eurem Zuschauerschnitt eine Bereicherung für die Liga und ihr müsst unbedingt die Liga halten. Ich habe auch Björn Böning gefragt, wie er zu dem Spiel steht, denn das ist natürlich auch interessant, denn er ist ja von oben und hier ist, was er sagt. Ja, moin Leute. Gut, Michael, ich hoffe, das nehme ich jetzt mal ernst, dass du meinen Namen richtig schreibst und den richtigen Verein zuordnest. Gut, Komet gegen OSC, 0-0, mein Statement. Ja, gefühlte 80% Ballbesitz bei uns, 70-80%. 5-6, 100%ige Torchancen, die wir nicht nutzen, haben mehr vom Spiel. Gut, klar kann man sagen, uns fehlen vorne vielleicht mal ein bisschen die Ideen, ein bisschen schneller kombinieren. Nichtsdestotrotz hatten wir die Torchancen, haben sie nicht reingemacht. Komet hat mit einer Fünferkette agiert, defensiv gespielt. Ist wahrscheinlich mit dem Punkt zufrieden, gehe ich mal von aus. Gut, und ich muss auch sagen, ich muss mit diesem Punkt zufrieden sein, weil wenn kein Tor schießt, dann wirst du auch kein Spiel gewinnen. Im Endeffekt hatten Komet sogar noch erste Halbzeit eine Kontermöglichkeit, wo der Stürmer alleine aufs Tor zugeht. So, da kann es auch ganz dumm laufen, dass sie ihre einzige Torchance nutzen. Haben sie aber Gott sei Dank nicht gemacht. Und wir waren einfach nicht in der Lage, den Riegel da zu knacken. Und wenn wir ihn geknackt haben, dann war der Torabschluss ja, mangelhaft. Ja, Mund abwischen, mittwochs geht's weiter. Auf geht's. So ist es. Englische Woche, keine Zeit zum Grübeln. Nächstes Spiel, SFL gegen SC Borgfeld 6-0. Okay, Borgfeld ist raus, was soll man sagen? Lassen sich so ein bisschen hängen. Dann kommen wir zum einem weiteren Spiel. Union 60 Bremen gegen Wartenspor 1-2 für Wartenspor. Das überrascht vielleicht ein bisschen. Nejati, wie siehst du das? Hallo, Michael. Ja, das erwartet schwere Spiel heute gegen Union 60. Konnten wir mit 2-1 für uns entscheiden. Haben wir seit Wochen große Personalprobleme. Wie viele andere Mannschaften auch in der Liga. Leider wurde es heute nicht besser. Deswegen umso schöner die 3 Punkte. Muss auch vorweg meine Mannschaft in höchsten Tönen loben. Also was die über 90 Minuten für einen Fight abgeliefert hat, war schon beeindruckend. Zum Spiel selbst. Erste Halbzeit ziemlich ausgeglichen. Gute Chancen auf beiden Seiten. Da muss ich auch Marcel, unseren Torwart, loben, der 2-3 richtig gute Torchancen von den Unionern rausfischt, sodass wir in die Halbzeitpause mit 0-0 gehen konnten. Zweite Halbzeit, gleich 49 Minuten, kriegen wir dann das 0-1 durch eine Standardsituation. Beeindruckend dann wieder, wie wir weitergespielt haben. Unser Spiel durchgezogen, an uns geglaubt, machen dann durch Isaac den Ausgleichstreffer durch einen berechtigten Elfmeter. Nach dem Ausgleichstreffer dann wieder ein offenes Spiel. Union gute Chancen, wir gute Chancen. Machen dann aber in der 79. Minute das 2-1. Nach einer schönen Flanke von André auf Tunji, der dann zum 2-1 köpft. Fazit, nach 90 Minuten verdient. Gewonnen, verdiente 3 Punkte meiner Meinung nach. Ja, also bin mega stolz auf die Truppe
und auch glücklich über die 3 Punkte, die wir heute mitnehmen konnten gegen eine starke Unioner Mannschaft. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, danke, den wünsche ich dir auch und viel Erfolg weiterhin in der Liga und ich hoffe, wir sehen uns in der Halle und dass sie vor allen Dingen stattfindet. Nächstes Spiel und das Topspiel und das letzte Spiel heute Bremer SV gegen Brinkum SV. Es ging 3-2 aus vor tollem Publikum, schöne Kulisse, das war ein wirklich schönes Spiel und ich habe mit Benny ein kleines Interview geführt. Benny, kurzes Statement zum Spiel, ist es wirklich so knapp, wie es aussieht? Michael, ja, war absolut ein wichtiger und auch verdienter Sieg, schöner Sieg, tut auf jeden Fall gut. Gefährlich wurde es nicht, also wir haben uns auf die Spielchen gar nicht eingelassen, stand ja noch in der Zeitung vorher, dass Brinkum ein bisschen tiefer steht. Wir wussten genau, sie werden hochstehen, sie wollen pressen, haben uns probiert mit 3 Leuten zuzustellen und dadurch, dass wir auf ein paar Positionen auch ein bisschen basteln mussten, ein bisschen anders aufstellen mussten, war klar, dass wir die erste Pressingreihe einfach schnell überspielen, damit sie gar nicht in ihr Pressing reinkommen. Und das haben wir richtig gut gemacht und waren auch die stärkere Mannschaft. Brinkum war natürlich immer wieder gefährlich durch ihre Offensivspieler, sind aber gar nicht so wirklich richtig ins Spiel gekommen oder zu richtig klaren 100% Chancen. Und wir haben unsere Chancen und Möglichkeiten dann genutzt und sind verdient auch 3-0 in Führung gegangen und waren einfach die ganze Zeit irgendwie ja, die gefährlichere Mannschaft und die Mannschaft, die auch, wo man das Gefühl hatte, die will unbedingt gewinnen, die will hier nichts anbrennen lassen und die Gegentore am Ende, die nehme ich dann ganz klar auf meine Kappe. Da haben wir dann einfach zu viel gewechselt, zu wild gewechselt. Es war nicht mehr die Zuteilung bei den Standards da. Obwohl wir es eigentlich klar besprochen haben, dass dann auch jeder weiß, welche Position er übernehmen muss. Das haben wir dann nicht gemacht und haben dann 2 Gegentore gekriegt. Danach kam es dann aber auch nicht mehr zu einer Torschance oder so. Und von daher nehme ich die beiden Gegentore auf meine Kappe. Aber die Jungs haben es insgesamt richtig gut gemacht und verdient gewonnen. Wie schafft es jetzt mit Sicht auf Relegation den Fokus so hoch zu halten, dass ihr keinen Leistungsabfall habt, dass ihr euch gut auf die Relegation vorbereiten könnt? Ja, den Fokus hochzuhalten ist jetzt relativ einfach, weil wir gegen LTS Bremerhaven das nächste Spiel haben. Das ist natürlich der perfekte Gegner, weil die haben vor einer Woche Brinkum geschlagen. Im Pokal-Halbfinale, die erwarten uns im Pokalfinale. Das heißt, da wollen wir direkt ein Ausrufezeichen setzen, denn wir wissen, dass das ein brutal schwerer Gegner ist, ein sehr unangenehmer Gegner. Eine Mannschaft, die jeden schlagen kann, weil sie einfach eklig gegen den Ball sind und eine gewisse Offensivqualität haben. Und ich habe sie mir aber diese Saison schon öfters angeguckt, da am Anfang der Saison das Spiel ja gegen LTS ausgefallen ist und jetzt dann wieder nochmal angeguckt und da wissen die Jungs, was uns erwartet, da sind wir heiß drauf und da werden wir definitiv die Spannung hochhalten, weil wir natürlich auch mit Hinblick Relegation, Pokalfinale, jeder möchte spielen, jeder möchte in der Startelf stehen, das heißt, es werden alle Gas geben und wir werden da keinen Gegner unterschätzen oder irgendwie locker lassen. Dass man da mal Spiele hat, die nicht optimal laufen, ja, das ist ganz normal. Aber nicht gewollt, sondern wir wollen weiter Gas geben und werden da den Fokus hochhalten. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir sauber runterspielen unsere Spiele. Und dann kommt das Pokalfinale, dann kommt direkt die Relegation. Und das geht ja eh jetzt Schlag auf Schlag mit den englischen Wochen. Und meine letzte Frage auch schon. Habt ihr schon Freundschaftsspiele? Und wenn ja, gegen wen spielt ihr denn um Vorbereitung auf die Relegation? Ja, mit Hinblick auf die Relegation werden wir gar nicht so viel machen können, weil es, wie gesagt, es geht Schlag auf Schlag. Wir haben nach dem Pokalfinale startet ja auch schon direkt die Relegation. Wir wissen noch nicht, was mit dem Himmelingen-Spiel ist, wann das nachgeholt wird oder ob es nachgeholt wird, ob es dann auch wieder eine englische Woche ist. Das heißt, da ist gar kein Platz für Testspiele. Es geht einfach darum, dass wir uns die Mannschaften in der Relegation schon anschauen. Das machen wir aber auch schon seit Längerem. Dass wir da gut vorbereitet sind und dann werden wir einfach weiter auf uns schauen, werden weiter an unseren Schwächen oder an den Sachen, die wir gerade nicht gut machen, weiterarbeiten und werden uns dann weiterentwickeln und werden dann rechtzeitig zu den Relegationsspielen bereit sein, um die erfolgreich zu bestreiten.
Trotzdem müssen wir erstmal klar Meister werden. Deswegen, da fehlen uns auch noch ein paar Pünktchen und die werden wir erstmal holen. Das heißt, der Fokus ist jetzt noch nicht auf die Relegation, sondern jetzt erstmal auf LTS Bremerhaven. Und wenn wir LTS Bremerhaven hinter uns haben, dann ist der nächste Fokus auf ESC Geestemünde. Und dann kommt der nächste Gegner, dann kommt Wartheim, dann kommt Habenhausen. Also wir werden erstmal genau Fokus auf die Liga legen und uns dann speziell vor der Relegation mit der Relegation beschäftigen. Vielen Dank, Benny, für das kurze Interview. Und das war's auch schon wieder. Ein kurzer Blick auf die Tabelle. Ihr kennt das. Pause drücken, dann könnt ihr sich studieren. Unten seht ihr, es ist richtig, richtig eng. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder da. Ich hoffe, ich krieg's zeitig am Freitag raus. Ansonsten mache ich eine Doppelfolge am Wochenende. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.